Ja, und dann darf ich Ihnen jetzt noch Herrn Maximilian Schönherr vorstellen. Er stammt aus Unterfranken und hat schon mit 19 Jahren seine ersten Radiosendungen mit eigenen Gedichten gestaltet. In Würzburg und München studiert er Physik und Mathematik, so zur Abwechslung nicht. Passt gut zum Dichten. Als aktiver Rockmusiker gestaltete er verschiedene Radiosendungen in den 80er Jahren zu New Wave und Punk und in den 90er Jahren Death Metal und Techno. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber immerhin. Herr Schönherr war in den 90er Jahren an zahlreichen Radio- und Fernsehsendungen beteiligt. 2007 gründete er das SWR 2 Archivradio. Seine Bücher befassen sich mit 3D-Animation und Informatik. Seit 2007 ist er auch Autor bei Wikipedia. Noch vieles anderes, tut mir leid, ich habe ein paar Sachen übersprungen, aber ich gebe Ihnen jetzt das Wort, das ist noch viel spannender. Guten Tag, ich wurde von Peter Müller eingeladen, weil ich mit ihm eine Weile zu tun hatte bezüglich dem Stammheim-O-Tönen. Stammheim, der Prozess war ja eigentlich ein Prozess mit einer sehr eingeschränkten Öffentlichkeit, also gegen die RAF-Hauptmitglieder. Und irgendwann fanden sich dann vor, ich glaube jetzt 7 oder 8 Jahren, im Oberlandesgericht im Keller fand sich so eine Kiste mit Tonbändern. Und man wusste nicht genau, was man damit machen soll und was man davon halten soll, denn Mitschnitte durften eigentlich nicht gemacht werden. Wenn, dann mussten sie als Protokoll dann gleich wieder gelöscht werden. Und die sind gefunden worden und ich als ARD-Journalist für den Hörfunk hatte ein Interesse daran, die zu publizieren. Und über den schweren Weg bin ich mit Herrn Müller vom Staatsarchiv Ludwigsburg eben zusammengekommen und deswegen hatte mich quasi als Quereinsteiger in diese Veranstaltung eingeladen, sozusagen als Journalist, der die Archive von außen anguckt. Und da sage ich ganz kurz was zur Chronologie von meinem bescheidenen Radioleben. Das hier war ungefähr 10 Jahre, nachdem ich selber anfing, Radiosendungen zu machen. Ich habe mit einem Freund und Kollegen namens Nikolai von Koslowski eine Sendung gemacht, die hieß P wie Privat, ungefähr 1983. Und wir wollten ein Element haben, wo man richtig in die Historie zurückgeht. Und da waren wir vielleicht 27 oder 28 jung, gingen dann erstmals in das sogenannte Wortarchiv im Bayerischen Rundfunk im 6. Stock oben und da stand dieser Mann. Das ist Hans-Jörg Xylander, der war lange Zeit Dokumentar im Bayerischen Rundfunk. Ich habe ihn kennengelernt dadurch, dass er immer wieder, nachdem ich eine Sendung jetzt mit Achterbusch zum Beispiel produziert hatte, zu mir kam. Nach der Sendung hat er gesagt, kann ich das Band haben? Klar, es war abgesendet, ich hatte damit nichts mehr zu tun. Und der hat es dann in seinen Schrank aufgeschichtet, mehrere, also es ist der Quoll dann am Schluss über von Bändern, die er einfach aus, er hörte das Programm dauernd. Und wir fragten Xylander, was haben Sie für eine Idee? Wir machen eine Sendung über P wie Privat, da soll es um Privatheit gehen. Und Xylander guckte so und dann ging er zu seinem Karteikasten und wir wussten schon, obwohl wir ihn nicht kannten, er weiß ganz genau, was er uns präsentieren wird. Also er weiß schon, was er uns präsentieren wird, aber er hat noch gesucht. Und dann haben wir eine DOC-Nummer, die war 5-stellig, DOK, glaube ich, im Bayerischen Rundfunk und danach 5 Stellen. Holt euch dieses Band, Jungs. Haben wir dann geholt. Und da hört man einen Reporter, vermutlich damals in eine Nagra-Aufnahmemaschine, sprechen, 50er Jahre. Uns hat damals die Zeit nicht interessiert, Hauptsache es klang sehr alt, es war also auch alt, 30 Jahre wahrscheinlich. Und der hat reportiert, wie er in einem Segelflieger am Rande der Alpen entlang flog. Das fanden wir ganz toll, weil der erzählte so, ja, wir wollten. Und dann ging das so weiter und plötzlich kippt die Stimmung in dieser Reportage, weil er nämlich eine Notlandung machen musste. Und es war ein grandioser O-Ton und ich sagte zu Nikolai, Moment, das ist jetzt 20 Minuten, können wir nicht in der Länge senden, aber wir haben es in 2 Portionen geteilt und dann doch in dieser Länge gesendet. Und das bringt mich zum nächsten Bild. Aha, geht nicht. Moment. Okay, da habe ich gelernt, Archive sind nicht 3,30. 3,30 ist die Standardwährung in den ARD-Hörfunk-Magazinen.
ein Beitrag sollte nicht viel länger sein und also manchmal darf er auch 400 sein, dann geht er in eine andere Honorierungssparte rein. Und ich habe gemerkt, diese ganze Reportage, die könnte man jetzt kürzen. Ich könnte sagen, kluge Worte vorher, das ist jetzt ein Segelflieger und der, jetzt geht alles noch gut und dann hört man ihn reportieren und dann jetzt wird es aber dramatisch und dann mische ich noch ein paar Windgeräusche extra drunter. Aber in der puren Fassung war das einfach grandios. Und diese Thematik hat mich beschäftigt, bis ich dann eigentlich auf die Idee kam, dass die Archive überhaupt nicht 3,30 sind, sondern die sind so lang, wie sie sind. Und daraus resultierte dann mein erstes Konzept für ein deutsches Archivradio. Das war 2005. Das können Sie von hinten jetzt nicht sehen, ist auch nicht so von Bedeutung und davon ist auch nichts übrig geblieben, von diesem ersten Konzept. Im Prinzip wollte ich eine Dauersendung haben, nur im Internet, die nur O-Töne aus deutschen Audioarchiven streamt und nichts downloadbar macht und das mit einem halb moderierten, von Dokumentaren im Grunde moderierten Ambiente zusammenbringt. Also Sie sehen hier zum Beispiel oben links 0 Uhr, da würde am Montag den 8., jetzt egal wann, Prototyp, Kaiser und Kanzler 3 kommen, weil es hat mir ja nichts Genaues wurde vorgestellt, aber historische O-Töne dann. Am Dienstag wäre um die gleiche Zeit nach Mitternacht die Anfänge des Motorsports im Rundfunk. So hatte ich mir das überlegt. Das ist daraus geworden, so sieht die Webseite heute aus. Ich habe mir damals die Domain www.archivradio.de reserviert und da können Sie die auch heute bequem ansteuern. Die offizielle Adresse heißt www.swr.de/archivradio, aber es spielt keine Rolle, man kommt immer dahin. Und Sie sehen im Moment, sind die Tondokumente aus dem Jahr 1914 bis 18 dran. Das ist eine Bestückung, die hat ein Dokumentar im SWR-Studio Mainz erstellt. Das war seine Premiere fürs Archivradio, hat er wirklich auch ganz toll gemacht. Das hier ist Georg Kolster, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt. Mit Georg war ich dann schließlich sehr gut befreundet, jetzt ist er in Rente gerade gegangen, spielt vor allem Orgel. Und er zeigt mir hier ein Band, eins seiner Lieblingsbänder, das ist von 1968, er ist ein Spezialist der 68er Bewegung gewesen, Dokumentar im SWR in Stuttgart. Er gab mir unter anderem den Tipp, geh mal ins Archiv vom SWR, da ist gerade diese Kiste gelandet und die wird, glaube ich, gerade an das Staatsarchiv Ludwigsburg übergeben. Da sind Originaltöne von Andreas Bader drauf. Den hatte man vorher noch nicht gehört, Gudrun Ensling schon. Ulrike Meinhof hat selber Radiosendungen gemacht, aber in ihrem zerbrochenen Zustand während des Prozesses hat man sie noch nicht gehört. Das waren unglaubliche Funde und wir haben dann zusammen mit dem Staatsarchiv Ludwigsburg eine einstündige Sendung im WDR gemacht, eine Podiumsdiskussion, die dann live war mit ehemaligen Terroristen und Anwälten. Und es kam dann zum Schluss dann noch dieses Hörbuch heraus. Das Spannende für mich war eigentlich, diese O-Töne zu hören und die Dynamik wieder zu hören. Und es tat mir schon leid, es wieder auf eine Stunde zu reduzieren. Und im Archivradio kann ich die O-Töne ungeschnitten in kompletter Länge senden, sodass wir heute der Erste Weltkrieg ist da irrelevant, weil alle Sachen von Platten kamen, also sowieso nur 3 Minuten sind. Aber wir streamen Sachen, die auch durchaus mal 5 Stunden sind. Auch durch einen Tipp von Georg Polster, den Sie gerade gesehen haben, kam dann diese Sendung zustande. Der sagte, geh doch mal nicht nur in die Rundfunkarchive, sondern geh doch auch mal in die BSTU, also wie heißt das, der Stasi-Unterlagenbehörde. Die haben nämlich 20.000 Bänder gefunden in ihrem Keller und diese 20.000 Bänder sind von Säurefraß betroffen und die sind eiligst dabei, es zu digitalisieren und guck doch mal, was die haben. Die hatten sensationelle Dinge und immer wieder finden wir noch neue und eines ist dieser Spionageprozess um Elly Batschatis und Karl Laurenz im Originalton, auch hier eine Sendung für den WDR und endlich regnet es, dann auch ein Hörbuch. Auch wieder, wir haben im Archivradio den ganzen Prozess Mitschnitt. Der Prozess war nur einen Tag, der Mitschnitt selber war 7 Stunden, deutlich kürzer als die eigentliche Prozessdauer.
aber wir haben das komplett gestreamt. Ich selber suche dauernd Sachen, die ich irgendwo finde. Hier zum Beispiel, das fand ich in der Times von, ich würde sagen, 1922. Da sah ich plötzlich, die Deutsche Stunde in Bayern hat auf 485 Metern Wellenlänge gesendet. Und das kommt für mich heute in die Wikipedia, denn wo soll es sonst hin? Ich will sie nicht verstecken, ich habe es gefunden und die Wikipedia ist ein wunderbares Projekt, um es rauszutun. Genau, so Deutsche Stunde in Bayern, das war sozusagen eine Rundfunkzeitschrift. Das hier ist von erstaunlicherweise von 1922. Wo ich das gefunden habe, weiß ich nicht. Ich bin sehr gern in Archiven und sehe mir die Menschen, die hier sitzen, dann immer an und denke mir, ach, interessanter Beruf. Wer kennt diese Bibliothek? Bitte? Das ist die British Library, King's Cross. Das ist meine Lieblingsbibliothek. Ich weiß auch nicht genau warum. Vielleicht deswegen, weil ich unbescholten mit meinem Handy jede Seite fotografieren kann. Aber ich bin auch gerne im Keller, zum Beispiel im Kommunikationsmuseum Heusenstamm. Da ist das, also das Kommunikationsmuseum ist in Berlin und in Frankfurt am Main. Aber das Depot ist in Heusenstamm im Keller. Es ist eine Fundgrube mit einfach zigtausenden tollen Dingen. Und alles, was Sie hier sehen, zum Beispiel zweite Stelle, Kristallmikrofon DDR 1957, ist alles in den Wikicommons. Das ist also da, wo ich die Sachen abliefere. Wo sollen sie sonst hin? Und hier sind sie für immer da. Also mein Lieblingsding ist das Philips-Mikrofon, was so golden glänzt. Das hatte ich nämlich selber in den 1960er Jahren, aber habe ich natürlich heute nicht mehr. Ich selber bin, und da hat mir mal der Leiter des Deutschen Rundfunkarchivs gesagt, idiotisch, warum ich sowas mache, ich ersteigere wahnsinnig gerne Dinge bei eBay, zum Beispiel ganz rechts das Illustrierte Blatt von 1919. Ich weiß auch nicht, ich habe da noch nicht reingeguckt, aber ich bin unglaublich glücklich, dass ich es habe. Das hier dagegen auch eBay. eBay habe ich ein ganzes Konvolut von diesen Zeitschriften, The Light Car and the Cycle Car. Das sieht man sehr gut, dass die Autos aus den Motorrädern vom Antrieb her kamen. Also diese ganze Zeitschrift ist einfach schizophren, weil die Motorräder so wichtig sind, obwohl man eigentlich auf die Autos hinaus will. Das habe ich alles gelernt und daraus wurde dann ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung über diese Phase. Sie können es von hinten nicht lesen, aber das ist vom 16. März 1914. Ja, und den gucke ich mir auch gerne an, das ist der Nachtwächter der Zukunft von 1927, der an der Radio-Fernsehwand die nächtlichen Straßen kontrollieren kann. Das ist sozusagen die Überwachungskamera vor knapp 100 Jahren. So, jetzt brauche ich wahrscheinlich wieder Hilfe. Ich mache das jetzt mal so im Einzelgang. Das liegt jetzt über dem anderen Bild. Schon okay, ich komme zurecht. Eine meiner Hauptquellen für das Archivradio ist die Stasi-Unterlagenbehörde gewesen in den letzten Jahren. Und da muss man immer einen Antrag stellen, dass man etwas recherchieren möchte. Sie könnten das im Auftrag Ihrer Archive natürlich tun. Ein Privatmensch kann das nicht tun, weil ich brauche halt einen konkreten Anlass und eine Verbindung auch zu dem Thema. Aber ich kann als ARD-Mitarbeiter, auch als Freier, der ich bin, beliebige Rechercheanträge stellen und ich bekomme dann auch teilweise gigantische Mitschnitte und jetzt muss ich mal davon wegkommen. Zum Beispiel, das hier ist so ein ganzer Papierstapel, meist handschriftliche Sachen von einem Prozess gegen Otto Fleischer. Otto Fleischer war einer der renommiertesten DDR-Wissenschaftler in den 1940er und 50er Jahren, also Gründung der DDR bis in die frühen 50er Jahre. Und weil es in den Gruben der DDR so viele Unfälle gab, hat man einen Sündenbock gebraucht. Das ist stark verkürzt, der hat sich schon einiges zu Schulden kommen lassen. Aber er wurde letzten Endes verhaftet
geboren ist in 1901, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können hier, das ist das Originaldokument aus, was ich von der Stasi-Unterlagenbehörde bekam, also das habe ich nicht bekommen, war ein Riesenstapel, den ich habe, den Sie gerade vorhin gesehen haben, und da steht eben auch, dass er Verbrechen, also Spionage gemacht hat, man hat einen Sündenbock gesucht und dann wurde er verhaftet. So sieht er aus. Ich habe einen Wikipedia-Artikel über ihn geschrieben, abgesehen von davon, dass wir den Prozess-O-Ton gefunden haben. Der war noch nicht digitalisiert. Ich habe gesagt, mach das bitte sehr schnell, weil der war auch vom Säurefraß betroffen. Und dieser Strafprozess ist in Rudimenten erhalten, ich glaube 20 Stunden, haben wir auch im Archivradio gestreamt. Um ein Bild zu bekommen von Otto Fleischer, habe ich die Familie, die Kinder angemailt. Es war sehr schwer, dieses Bild zu bekommen, weil es war eigentlich sehr leicht, es zu bekommen, aber die Rechtefreigabe für die Wikipedia war sehr schwer zu bekommen. Und so sieht der Artikel halt heute aus, also schon lange so aus. So ein Artikel braucht der Wikipedia ein Bild. Im Archivradio sah das Ganze so aus und ich zeige Ihnen dieses Bild nur kurz deswegen, weil es versinnbildlicht etwas, was typisch ist für unsere rechte Lage im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir können im Archivradio streamen praktisch, was wir wollen. Wir müssen uns um die Rechte kaum kümmern, es sei denn, es ist jemand, wird jemand tief verunglimpft oder beleidigt. Aber im Grunde sagen auch die Juristen des Deutschen Rundfunkarchivs, damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber zum Download dürft ihr nichts anbieten. Das bedeutet, der Stream Otto Fleischer läuft im Moment nicht, weil ja im Moment der Stream Erster Weltkrieg läuft. Man kann also hier nichts herunterladen. Das heißt, wenn man diesen Play-Button hier klicken würde, würde man nur meinen ganz kurzen 6-Minuten-Teaser zu dem damaligen Stream, der auch später irgendwann mal wieder kommen wird, wird man dann hören. Und ich wollte Ihnen auch dieses Bild zeigen, das ist nämlich der Blick aus dem Archiv, dem Audioarchiv der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin. Wenn Sie da rechts, ich weiß nicht, ob Sie meinen Mauszeiger sehen, ja, hier, dieses schwarze Ding hat sich Mielke bauen lassen, damit er nicht gesehen wird, wenn er reingeht. Das ist so ein Vorbau, ein schwarzer. Also das ist jetzt völlig nebensächlich, aber solche Dinge bekommt man dann halt auch raus. Jetzt gucke ich mal, ob das geht, ob bei dem Ton. Ja. Genau, das Archivradio beginnt jeder Take mit einer Musik und darüber erzähle ich ganz kurz, meistens viel kürzer als hier, worum es geht. Typischer Anfang. SWR 2, Archivradio. Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, Professor für Bergbau, und 7 weitere Bergbauexperten 1953. Dieses Verfahren fand im September 1953 vor dem ersten Strafsenat des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik statt, dem höchsten Gericht der DDR. Otto Fleischer war 52 Jahre alt, einer der renommiertesten und erfahrensten Experten für den Steinkohleabbau. Die vielen Tonbänder mit großen Teilen des Prozesses, insgesamt 30 Stunden, sind ein bislang nie veröffentlichter neuer Fund im Audioarchiv der Stasi-Unterlagenbehörde BSTU. Wir hören jetzt einen im Ton des Generalstaatsanwalts Ernst Melzheimer scharfen Teil der Vernehmung des Angeklagten, vermutlich am 21. September 1953. Melzheimer legt dem Angeklagten, auch indem er ihn laufend unterbricht, Aussagen in den Mund, die er vermutlich ohne diesen Druck nicht abgegeben hätte. Otto Fleischer gibt in diesem Zusammenhang seine kritische Einstellung zur DDR zu und erläutert Maßnahmen, den Bergbau zu schädigen. In diesem von der Staatssicherheit der DDR angefertigten Tonbandmitschnitt hören wir auch kurz den Verteidiger Fleischers. Verteidiger waren damals Handlanger des Gerichts. Bandsignatur MFS HA9TB2169. Länge 27 Minuten. Wiederholen Sie, was Sie in der Voruntersuchung gesagt haben, dass Sie gerade diesen Fall als, selbst als eine bewusste Falschplanung bezeichnet haben. Das gehört nicht zu meiner Liste. Ich will Ihnen, ich komme gleich zum Schluss. Ich will Ihnen noch, wie viel Zeit hat er noch? 5 Minuten? Ja. Otto Fleischer hat in dem Prozess eigentlich alle Schuld eingestanden,
hat aber gesagt, die ganzen groben Unglücke habe ich nicht verantwortet. Und das war das Hauptthema eigentlich, weswegen man ihn vor das Gericht gezerrt hat. Weil es ein Propagandaprozess war, das heißt, die Presse war geladen, war das ein bisschen unangenehm. Und beim Schlusswort Otto Fleischers gibt es jetzt eine Szene, die wir gleich hören werden, wo ich vorher die drei Kinder, also die natürlich heute weit über 60-jährige Menschen sind, gefragt, ob es okay ist, dass wir das streamen, weil er wird plötzlich so emotional, wie sie ihren Vater halt nie gehört haben. Er fängt an zu weinen im Grunde. Wir haben auch lang diskutiert, ob wir das dann so streamen können, nachdem wir das okay hatten, und wir haben es getan, in dem ganzen Kontext von eben diesen 20 Stunden O-Töten. Hören wir mal kurz rein. Die Angeklagten haben die Ausführung des Herrn Generalstaatsanwalts der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Verteidigung gehört. Was haben Sie selbst noch dazu zu sagen, der Angeklagte Fleischer? Ich schließe mich den Ausführungen meines Herrn Verteidigers an. Ich bitte mir aber zu gestatten, dass ich gerade zu dem Punkt Improvisationen noch einiges erwähnen darf. Es ist so gewesen, dass wir bei der Durchführung unserer Aufgaben in großem Umfang improvisieren. Es ist so gewesen, dass wir bei der Durchführung unserer Aufgaben 1946 bis 1947 ja auch im Angebot haben. Vor allen Dingen kann man ja aber mit zwei miteinander gekuppelten Thermometern messen. Man kann bekanntlich ein Thermometer feucht machen und das andere trocken. Und das genügt ja allein schon zur Überwachung des Feuchtigkeitsgehaltes. Zumindest habe ich mir vorgestellt, dass man eine derartige Überwachung durchführen kann. Zu der Frage Spionage möchte ich bitten, mir zu glauben, dass ich kein solches Material weitergeleitet habe, das mir von der Regierung für Gutachterzwecke gegeben worden ist, und ebenso keinen VEB-Plan. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Und zu der Frage Hessler möchte ich erklären, dass ich eben Hessler nur Produkte meiner eigenen geistigen Arbeit gegeben habe. Und zu den freiheitlichen Juristen möchte ich erwähnen, dass ich erst dann das Material geliefert hatte, als ich eben die Nerven verloren hatte aufgrund des Unglückes in Zwickau. Das bitte ich, wenn es möglich ist, zu berücksichtigen. Ich bedauere, dass ich mich in so einem außerordentlich großen Ausmaß schuldig und strafbar gemacht habe. Ich bereue meine Handlungen aufs Tiefste. Und ich bitte um die Gnade, mir im Zuchthaus Gelegenheit zu geben, zu arbeiten, damit ich wenigstens einen kleinen Teil der Schuld abtragen kann, die ich gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik begangen habe. Und ich bitte um die Gnade, mir doch die Möglichkeit zu geben, noch einmal mit meiner Familie zusammenzukommen, für die ich mein bisheriges Leben gelebt habe. Angeklagter Kappler. So bedrückend will ich jetzt nicht schließen, denn Fleischer ging es dann eigentlich sehr gut. Der bekam lebenslänglich und wurde von der DDR dann quasi ein bisschen zur Seite getan, an die Ostsee verlagert, und hatte dann unter quasi Hausarrestbedingungen, durfte er Raketenforschung betreiben. Denn man dachte, jemand, der aus dem Braun- und Kohlebergbau kommt, der kann auch Festkörper-Raketenantriebe herstellen. Und ich habe die Essensliste gesehen, die er also sozusagen in dieser Gefangenschaftsphase bekam. Also ist auch in diesen Akten drin. Also einfach, ich könnte mich dauernd in diese Akten rein verlieren. Ich muss ja nicht professionell machen. Also heute mache ich eine Sendung über Falträder zum Beispiel. Das wechselt ja dauernd. Jedenfalls wurde er dann auch frühzeitig entlassen. Und die Antriebe mit Festkörpern für Raketen haben überhaupt nicht geklappt. So, für Fragen stehe ich noch zur Verfügung.
bin ja eigentlich aus Tonarchivar, auch parteiisch, aber ich finde immer, dass Tondokumente manchmal noch einen größeren emotionalen Wert haben als Tonbilddokumente. Einfach weil diese ganze Konzentration auf die Aussage dann nicht durch irgendein Bild wieder abgelenkt wird. Also das, ich habe eine ganz dumme technische Frage. Sie sagten, die Bände seien von Säure befallen, das heißt, dass also in der DDR noch Acetatonbänder verwendet wurden in dem Fall. Und das, nur zu einer bestimmten Zeit. Ich kenne mich mit der Tonbandgeschichte nicht so besonders aus, aber das war jetzt 1953. Und das war eine Säurefraßzeit. Während die Bänder, die älter waren, sagten die Kollegen und Kolleginnen, sind nur Frauen im Audioarchiv, sind weniger problematisch. Später gab es dann noch mal ein paar Phasen. Ja, aber es sind wahrscheinlich dann doch alle, alles Acetatbänder. Ne? Mhm. Vor 1950 Polyesterbänder, Frau Leipe sind. Und nein. Also, einfach. Es ist interessant, immer zu sehen, dass eben das Essig-Syndrom-Problem nicht nur im Filmbereich besteht, sondern eben auch im Tonbereich. Wir haben auch in früheren Radiobeständen in der Schweiz solche Probleme angetroffen. Und was man eigentlich den Kolleginnen und Kollegen sagen müsste, dass sie diesen möglichst kalt stellen, dann kann man nämlich das mindestens verlangsamen, man kann es nicht total stoppen. Ja, aber gibt es Fragen an Herrn Schönherr? Bemerkungen? Ja. Ja, Herr Schönherr, Sie sind ja jetzt Nutzer von Archiven, das ist also das erste Mal, dass heute also jemand so von der Nutzerseite her spricht und so wie ich Sie jetzt verstanden habe, sind Sie so ein bisschen ein Jäger, der sich auch sehr viel von Zufälligkeiten leiten lässt. Das ist das klare Gegenteil von dem, was wir als Archivare irgendwie anstreben. Also wenn Sie jetzt mal sagen, versuchen zu sagen, was so Ihre Erwartungshaltung eigentlich an die Archive, an die Archivare sind, was jetzt da die Aufbereitung, Findbehelfe und so angeht. Ja. Dazu sage ich ganz kurz, was ich noch vorbereitet hatte, was ich Ihnen jetzt zeigen könnte, was ich aber nicht zeige, weil es so zu lang dauerte, auch ein paar Bilder. Ich bin gestern auf die Webseite gegangen vom Staatsarchiv Ludwigsburg und dachte mir, jetzt suche ich mal ein schönes Bild für die Wiki Commons. Und ich habe mich so oft verklickt, weil ich einfach nicht richtig hinkam und dann hieß es Digitalisate, fand ich schon einen guten Ansatz. Dann habe ich da drauf geklickt, dann wurden mir die ganzen Unterarchive oder verschiedenen Archive in Baden-Württemberg aufgelistet. Ich hatte aber keinen Knopf, alle zu drücken. Ich wollte ja browsen quasi, wollte mich inspirieren lassen. Ich habe dann Ludwigsburg angeklickt und dann habe ich ein paar Bilder gesehen, aber erst nachdem ich diesen Diashower oder wie er heißt, gefunden hatte, war auch nicht gleich zu finden, dann habe ich ihn gefunden, dann sehe ich tolle Bilder, aber nur so klein. Dann klicke ich auf eins, dann wird es auch nicht größer. Und vor allem steht nicht dabei, was, worum es da geht. Ja, es ist irgendeine Privatsammlung von einer Malzkaffeefabrik. Und diese Malzkaffeefabrik-Fotos fand ich aber toll. Ich habe dann einen anderen Weg gefunden, sie doch größer zu sehen. Dann konnte ich sie sogar in DIN A2 runterladen. Mit so einem Textteil drunter, auf jeden Fall immer die Quelle nennen. Dann habe ich geguckt, wie benutze ich das jetzt für die Wiki Commons. Da hieß es dann, wenn Sie es fürs Internet in Klammern auch Wikipedia und Wiki Commons verwenden wollen, müssen Sie den Permalink angeben. Gut, jetzt gehe ich zu Wiki Commons, habe ich auch gestern gemacht. Sind wir hier online? Nee, ne? Schade, sonst könnte ich es Ihnen zeigen. Also gehen Sie mal zum Malzcafé, wenn Sie. Also gut. Korn-Frank heißt die Firma, Korn-Frank. Ja, jedenfalls ging ich dann zu Wiki Commons und habe dieses Bild hochgeladen. Dann muss man es natürlich verschlagworten und vor allem, das ist immer der Angstpunkt für mich, man muss die Lizenz angeben, weil die Lizenzen sind kompliziert und hier gab es halt Auswahl, unter anderem die ich meistens nehme, CC 4.0 mit Namensnennung. Also habe ich mir gedacht, darf ich die jetzt nehmen?
oder nicht, denn es stand ja nur auf der Webseite vom Archiv, stand in Klammern, auch Wikipedia muss halt der Permalink. Also habe ich es mal einfach mich getraut. Und das Bild ist jetzt drin. Und weil die Administratoren alles nicht bezahlte, wahnsinnig engagierte Leute für die Wikicommons dauernd jedes neue Bild sichten, gehe ich davon aus, es wird nicht bleiben. Denn wir wissen natürlich den Fotografen noch nicht. Das Bild ist um 1900, stand dann halt drin. Es kann gut sein, dass der 1960 erst gestorben ist. Und um das alles zu recherchieren, das ist natürlich für jemanden, der für lau so eine Sache macht wie Wikipedia, zu viel Aufwand. Ich habe es einfach mal gemacht und wenn Sie eben nach Hause kommen und den Malzcafé Artikel in der Wikipedia aufrufen, ist das Bild oben rechts jetzt diese Fabrik, dieses Bild aus dem Staatsarchiv Ludwigsburg. Dann möchte ich die Geschichte rechtlich zu Ende bringen. Wir haben es ja schon viel von solchen Ketten gehabt. Also die Urheberrechte garantiert bei der Firma Nestlé heute, weil Nestlé hat diese Firma Confrank gekauft und der Fotograf wird in Diensten dieser Firma gewesen sein, sonst wäre es nicht in diesem Bestand. Dann müssten Sie die Firma Nestlé fragen. Und dann hätten Sie die Kette keine Zeit. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja alles Ehrenamt. Wir würden das auch gerne machen, aber auch uns fehlt die Zeit. Weitere Fragen, Bemerkungen? Weil nicht der Fall zu sein. Also nochmal ganz vielen Dank, Herr Schöning, dass Sie gekommen sind.